Hallo und herzlich willkommen bei Medikiti Poppt. Heute war großer Shoppingtag und zwar waren wir im Walmart, im Chapters, in That's Entertainment und im, wie heißt der Laden? Conspiracy. Ich habe einige Funko Pops ergattert. Ein paar davon habe ich echt lange drauf gegeiert und die stelle ich euch jetzt vor. So, starten wir mit dem, was ich heute in Walmart entdeckt habe. So, und zwar ist das von Stranger Things der Lucas. Und zwar als Walmart Special Edition mit Basketball und einem echt süßen Basketballdress. Fand ich super cool, super süß. Die Struktur vom Basketball, die ist super schön zu sehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann waren wir im Chapters. Das ist ein ja, Bücherstore hier in Kanada. Da habe ich mir das Peppa Pig gegönnt. Schaut mal, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Schade finde ich, dass es Mama, Papa nicht dazu gibt, dass leider nur die Peppa da in dem Set drin ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt Mama und Papa Schweinchen auch noch. Ist auf jeden Fall super süß gewesen. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Musste ich haben. Dadurch, dass ich ja sowieso hier diese Sammlung habe von Icons und so. Und ich finde, da passt die Peppa Pig einfach super rein. So, dann habe ich bei That's Entertainment. Das ist ein hauptsächlich Video-Ausleihstore. Führt aber auch Trade-ins und Funko Pops und andere Sammelstücke. Und da habe ich mir das erste Paka Paka gegönnt. Und zwar ist das Gabe im Bone Buggy. Fand ich auch super niedlich. Ich werde mal schauen. Es gibt auch Automaten von Paka Paka. Auch hier in Kanada. Und vielleicht, wenn ich das nächste Mal einen sehe, dann hole ich mir so ein Kügelchen und nehme euch mit dem Handy mit. Und dann, ja, schauen wir mal, weil was voll süß ist. Und zwar ist das die hier. Die brauche ich noch. Die ist sowas von süß. Ich muss die unbedingt haben, aber ich habe die bis jetzt immer nur in klein gesehen. Ich hätte die aber gerne in der normalen Funko Pop Größe. Und ja, da hoffe ich, dass ich die noch kriege. So, außerdem konnte ich heute also den Make-A-Wish Spider-Man, den hatte ich schon. Glücklicherweise, hier muss ich aber noch mal gucken. Die machen ja manchmal Preisschildchen drauf. Das muss ich noch mal vernünftig abknibbeln. Aber den hatte ich halt schon. Und heute war ich glücklicherweise in der Lage, die anderen davon auch noch zu kriegen. So, und zwar war ich bei Conspiracy. Dort war ich in der Lage, den BB-8 zu bekommen von Make-A-Wish. Die Minnie-Maus von Make-A-Wish. Über die freue ich mich besonders. Die ist so hübsch gemacht. Die ist so süß. Die Füßchen, die da so ein bisschen verdreht sind. Wirklich richtig süß und richtig shiny und Wahnsinn. Passt auch zu meinen Nägeln. Aber wirklich, die ist richtig süß. Ich finde die ganz, ganz toll. Über die habe ich mich wirklich richtig gefreut. Richtig gefreut. Dann, ein Muss auf jeden Fall. Jupp, der Sully von Monster AG. Richtig cool. Und ich glaube, er ist sogar das Figürchen mit dem wenigsten Dunkelblau. Ich glaube, ja, ist er. Hauptsächlich in Hellblau Metallic. Richtig cool sieht er aus. Der ist auch richtig schwer. Richtig cool.
Und last but not least natürlich die verrückte Katze von Alice. So. Was ich halt richtig süß finde, das ist auf jeder Box ist auch nochmal der Sticker drauf, dass das besondere Funkos sind, die mit einem Hintergrund sind. Eben, dass die Foundation Make-A-Wish unterstützt wird mit dem Kauf von einem Funko Pop. Und das finde ich halt super genial. Und wenn dann auch noch so hübsche Funkos dabei rauskommen, ist das einfach mega. Ich bin super happy, dass ich das Set jetzt komplett habe. Check, Liste abhaken, wieder was komplett und wirklich richtig, richtig tolle Funkos. Dann habe ich noch einen weiteren Meilenstein heute geschafft. Und zwar stelle ich euch erstmal die vor, die ich schon hatte. Und zwar geht es um die Schöne und das Biest. Glücklicherweise hatte ich Herrn von Unruh bereits super hübsch gemacht. Die Details im Figürchen mit dem Schnäuzer, mit dem Pendel. Wirklich ein richtig, richtig tolles Figürchen. Ganz, ganz toll gemacht. War ich super happy, dass ich den bekommen habe. Dann hatte ich, Gott sei Dank, das stand direkt daneben, das Glück, dass ich Lumière bekommen habe. Was ich daran toll finde, ist, dass er diesen Tanzmove macht und auch tatsächlich ein bisschen Metallen glänzt. Und ja, halt so, wie man ihn aus dem Film kennt. Wirklich ganz, ganz toll. Auch die Flämmchen, dass die ein bisschen durchsichtig sind, also wirklich nicht so plastisch aussehen lassen. Ne? Das finde ich ganz, ganz toll, wie die das gemacht haben. Dann hatte ich die Belle Gott sei Dank gekriegt. Was ich bei der Belle schön finde, ist, dass man hier bei ihrem Spiegel ein kleines Abbild vom Biest sieht. Das hat mir super gut gefallen. Dann im Toys R Us, ist aber auch schon ein bisschen her, hatte ich wirklich absolutes Glück. Mein Mann hat den entdeckt. Ich habe den gar nicht gesehen. Haben wir Gaston bekommen. Zu Gaston brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Außer, dass das Figürchen von den ganzen Details her, ob das die Fliege ist, ob das die Jacke ist, die Stiefel, wirklich auch die Haare super schön gemacht ist. Ganz, ganz toll. Und wie ihr seht, gibt es aus diesem Set 6 Stück. 6 Figürchen. Und heute, ich habe es leider noch nicht komplett, aber heute habe ich das Biest bekommen. Da bin ich so happy drüber. Das ist die Szene, wo der frisiert wird, damit er abends schön mit Belle essen gehen kann. Ja, bin ich super happy, dass ich den habe. Jetzt fehlt mir nur noch Belle mit dem pinken Kleid und dem roten Vögelchen auf der Hand. Das Figürchen ist richtig, richtig schwer. Ich bin super, super happy damit. Wirklich super happy. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Dann habe ich das nächste Set komplett. Dann habe ich mir bei Conspiracy noch bei Mystery Boxen geholt. Jeweils, hier sollen 2 Funko Pops drin sein, jeweils für 25 kanadische Dollar. Nachdem wir ja so ein Glück hatten mit unseren Soda Pops, habe ich mir gedacht, okay, fingers crossed, du probierst das aus. Schaust mal rein, was es so bei Conspiracy aus einer Mystery Box gibt. War vorsichtig, erstmal nur 2. Man weiß ja nie, ist immer so ein Glücksspiel. Ja, und die packe ich jetzt mit euch aus. So, fangen wir mal mit der ersten Box an. Ich habe absolut keine Ahnung, was drin ist. Fühlt sich auf beiden Seiten gleich schwer an. Wie gesagt, meine erste Mystery Box. Bitte lass da was Cooles drin sein. Bin mal gespannt. Vor allen Dingen am Ende werden wir natürlich auswerten, hat sich das gelohnt oder nicht. Ich habe
auch extra zwei geholt, damit es nicht heißt, naja, jetzt hat sie mal Pech mit dem einen. So, meine erste. Okay. Ich denke, das ist, heißt Joy. Die Verfassung von der Box ist dreckig. Es, ne? Ihr versteht mich, hier vorne alles weggeschrubbelt. Richtig übel, die Box. Und die ist hier an dieser Ecke sogar eingerissen. Die ist sogar eingerissen. Ist vom Blade Runner. Hat sich nicht gelohnt. Die Box, die Verfassung ist schlecht. Richtig schlecht. Dann Romy und Michelles Highschool irgendwas. Sagt mir überhaupt nichts. Die Box ordentlich. Schön. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es gibt wohl auch noch eine Romy. Die ist dann blau. Aber sagt mir gar nichts. Scannen. Wäre hier die Box in Ordnung? $12. So würde ich behaupten 5. Und dann haben wir die Michelle. Michelle ist laut App $12 wert. Kanadische Dollar. Ich habe 25 für das Paket bezahlt. Erste war schon mal eine Pleite. Chance auf Box Nummer 2. Hoffentlich besser. Das ist der erste. Und zwar ist das Chava Iglesias vom Club de Cuervos. Also mir sagt es überhaupt nichts. Ja. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Wobei das Figürchen tatsächlich schön gemacht ist. Wie sieht denn die Box aus? Die Box ist okay. Ein bisschen verkratzt. Aber alles noch im Rahmen. Also schön gemacht ist das Figürchen. Aber wie gesagt, mir sagt er gar nichts. Nummer 2. Okay. Caretaker. Von Star Wars. Also ich bin jetzt kein riesen Fan von Star Wars, dass ich jetzt mich an jede Szene erinnern kann. Aber Caretaker sagt mir in der Tat gar nichts. Karton. Absolut in Ordnung. Sieht gut aus. Muss ich sagen. Dann wollen wir mal checken, ob sich Paket 2 gelohnt hat. So. App ist an. Caretaker momentan gelistet mit 12 kanadischen Dollar. Ist also, ne? Wenn du 25 bezahlt hast, ist das schon bitter. Chava Iglesias. Figürchen Nummer 2, also das erste, was ich eben gezogen habe, tatsächlich 15 kanadische Dollar. Das heißt, aus dem, weil halt hier auch die Boxen in Ordnung wären, hätte ich jetzt $27, $2 plus. Ist jetzt nicht die Welt. Man kann auch nicht immer Glück haben. Das sehe ich auch alles ein. Aber ich erwarte schon, dass in einer Mystery Box die Verpackungen in Ordnung sind. Also, oder die Firma gibt an, hey, kann auch sein, dass die beschädigt sind. Ist nicht gemacht worden. Steht nirgendwo drauf. Möglicherweise damaged oder sonst irgendwie was. Schade, Conspiracy. Sehr, sehr schade. So ein Hinweis wäre schon gut, weil ich erwarte einfach, wenn ich was kaufe, dass es in Ordnung ist. Es sei denn, es steht drauf, dann weiß ich, hey, möglicherweise eine Damage Box. Aber das ist schon traurig. Dann verabschiede ich mich mit meinen Mysteries. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu kommentieren, liken, subscriben. Ich freue mich über jeden Hinweis, was ihr euch wünscht. Ich bedanke mich. Wir sehen uns. Ciao.